Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch einen neuen Weg, um bei Mauer der Toten unter die Map zu kommen. Was ihr hierfür braucht, ist zum einen die Sai Nahkampfwaffe, die jetzt neu ist. Ihr braucht Juggernaut, schneller laufen und mindestens ein Schild und rasender Wächter, Leute. Ganz wichtig ist, ihr dürft das Perk Quick Revive nicht haben, also Schnellwiederbelebung, und ihr dürft auch keine Stimshots dabei haben. Wenn ihr dann alles habt, dann begebt euch auf dem Korbmacherdach, und zwar dorthin, wo ich jetzt hingehe, hier oben drauf, wo auch die Tür ist. Dann dreht euch um, schaut hier zur Kiste, Leute, springt dorthin mit Anlauf und in der Luft drückt auf Klettern, sodass ihr hier auf diese Barriere hochklettert. Von hier aus dreht ihr euch um und klettert hier oben drauf. Und jetzt schaut dorthin, wo ich hinschaue, springt einmal und jetzt lauft nach vorne und springt noch einmal, sodass ihr eine Stufe höher kommt und hier rechts runterfällt. So. Hier oben drauf kriegt ihr jetzt erstmal Schaden. Ihr müsst ganz schnell hier um die Ecke gehen. Und wenn ihr dann hier steht, dann könnt ihr euer Leben erstmal regenerieren. So, jetzt lauft exakt den Weg, den ich laufe, damit ihr das auch schafft, ohne dass ihr euch verläuft. So, lauft hier entlang. Und wenn ihr so bei 46 Leben seid, dann könnt ihr euren rasenden Wächter aktivieren. Wie gesagt, das klappt auch nur, wenn ihr ein Schild habt. Also ist ganz wichtig, dass ihr eine Rüstung dabei habt. Kriegt hier runter, steht auf. Und dort haben wir schon wieder das Loch wie beim ersten unter die Map Glitch. Hier kriegt ihr nochmal durch. Schaut vorsichtig einmal vorbei, sodass ihr Boden unter den Füßen habt. Und fallt hier runter. Jetzt seid ihr unter der Map und könnt hier wieder die Zombies trainen wie vorher auch. Entweder hier an dieser Wand. Dafür geht hier in die Ecke, duckt euch einmal. Dann kommen die Zombies auch zu euch und trainen sich unter euch. So. Das war's mit dem Glitch, ich hoffe euch hat das Video gefallen, falls ja Leute, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, könnt das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.